Schulabsentismus bedeutet, dass Kinder oder Jugendliche viele Fehlzeiten in der Schule haben, dadurch viel Stoff verpassen und Lernschwierigkeiten, Leistungsknicke haben und auch psychische Belastungen dadurch entwickeln können. Es kann verschiedene Gründe haben, warum ein Kind oder ein Jugendlicher der Schule fernbleibt. Es kann Gründe in der Schule geben, die Angst oder Verunsicherung bedeuten. Es kann emotionale Gründe in der Familie oder bei dem Kind selber geben, vorübergehende oder dauerhafte Belastung. Und es kann Schule schwänzen geben, das heißt, ich habe keine Lust auf die Schule. Vielleicht habe ich auch einen Grund, der herausgefunden werden möchte, aber verlasse das Haus und gehe mit meinen Freunden. Man sollte also bei Schulabsentismus immer die Ursache herausfinden, die zu der Abwesenheit von der Schule führt.